Monheime und liebe Nordrhein-Westfalen und wer sonst noch alles hier ist. Wir wollten mit unserer Kundgebung heute erstens aufklären über die gefährlichen Bestandteile des Islams, zweitens aufklären über die DTIP, die direkt am türkischen Staat hängt, an Erdogan, der gerade, ja, alles Erdogan-Fans, ja, da wisst ihr, welcher Geist dann in der Moschee der DTIP tickt. Der Geist von Erdogan, das ist kein Demokrat, das ist ein Diktator, der seine Gegner ins Gefängnis schmeißt, der unliebsame Medienhäuser schließen lässt, die eine kritische Meinung veröffentlichen. Ist alles richtig, ne, eurer Meinung nach, ne? Andersdenkende Kritiker ins Gefängnis schmeißen, ja? Leute, das ist Diktatur, das ist Faschismus. Und das ist es, was der Erdogan seit seiner Jugend durchzieht. Der war immer schon ein fundamentaler Moslem. Und wir müssen das immer wieder sagen. Der Erdogan ist ein Antidemokrat. Der benutzt die Demokratie, um seine Diktatur zu errichten. Das weiß jeder, der die Zustände in der Türkei beobachtet. Ein Diktator, der schon 1998 gesagt hat, es ist ganz wichtig, dass man das immer wieder in Erinnerung ruft. Die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufspringen, bis wir am Ziel sind. Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette, die Kuppeln unsere Helme und die Gläubigen unsere Soldaten. Monheime, in eurer Stadt wird gerade eine Kaserne errichtet mit Minaretten, die Bajonette sind, mit Kuppeln, die die Helme sind und mit Soldaten, die als Gläubige da reinlaufen. Feinde der Demokratie und des Rechtsstaates. Das ist Tatsache. Und dafür ist er 1998 für 8 Monate ins Gefängnis geworfen worden, der Erdogan. Weil damals die Türkei noch laizistisch und demokratisch war. Das ist Fakt. Und dann hat er ein lebenslanges Politikverbot bekommen. Der dürfte eigentlich gar kein Präsident sein. Der hat in der Türkei ein lebenslanges Politikverbot bekommen. Das wurde dann aufgrund seiner Gesetze wieder geändert und dann konnte er die Macht ergreifen. Und die DTIP bezeichnet ihn als unseren obersten Heerführer. Leute, diejenigen, die immer schön werfen, gell? Erst werfen mit Gegenständen, dann kommen die Wasserbomben, dann kommen echte Bomben und dann werden Menschen getötet. Kennen wir alles. Die sagen, Erdogan ist unser oberster Heerführer. Das ist ein Hitlergruß, gell? Das ist strafbar. Ne? Sag mir ihn, gell? Seien Sie froh, wenn es kein Polizist gesehen hat, weil dann würden Sie eine saftige Strafe kriegen. Hitlergruß ist in Deutschland strafbar. Ja? Und hier sind Gegner jedes Faschismus, jeder totalitären Ideologie. So, Sie sehen ihn als obersten Heerführer. Das war eine Reise der DTIP Anfang April dieses Jahres nach der Türkei. Und sie haben ihren obersten Heerführer im Präsidentenpalast in Ankara besucht. Und ein muslimischer Funktionär der DTIP hat im Internet geschrieben, mein Führer, gib uns Befehl und wir zerschlagen Deutschland. Das ist der Geist, der in der DTIP herrscht. Hier ein Foto, eine Karikatur, die von DTIP-Leuten verbreitet wurde auf Facebook, wo ein Moslem einen Weihnachtsmann schlägt. Der Kampf Islam gegen Christentum. Da wurden Christen als minderwertige Kuffer diffamiert und das Weihnachtsfest als etwas, was abgelehnt werden muss. Hier haben in deutschen Moscheen der DTIP, mussten sich Kinder als Soldaten verkleiden, wurden Kinder missbraucht, um hier als Soldaten zu marschieren. Zu Marschmusik sind sie marschiert, haben Spielzeugpistolen dabei gehabt, als Soldaten, Kindermissbrauch, Schimpf und Schande, dass sowas in Deutschland passiert, in Herford, in Ulm, in Mönchengladbach und auch in Wien. Und das sind nur die Fälle, die bekannt wurden. Demnächst auch in Monheim. Ja?
werden Kinder als Soldaten missbraucht. Und dann mussten sie auch noch den Heldentod symbolisieren. Haben sich auf den Boden geschmissen, als wenn sie erschossen worden wären. Dann wurde die türkische Fahne über sie ausgebreitet und sie wurden als Märtyrer verehrt, die für den Islam gestorben sind und jetzt ins Paradies kommen. Leute, in DİTİB-Moscheen in Deutschland. Und das darf in Deutschland, dieses Gedankengut, nicht verbreitet werden. Und deswegen sagen wir, liebe Monheimer, wir wissen ja, dass 3000 von euch unterschrieben haben gegen dieses Moscheeprojekt. Daniel Zimmermann hat es ignoriert, weil er will ja unbedingt diese Moschee haben. Da wird er irgendwann zur Rechenschaft gezogen dafür, als Islamkollaborateur, als Unterstützer einer faschistischen Ideologie. Wenn die Rechnung zu zahlen ist, und das wird dann losgehen, wenn die Gewalt hier auch in Monheim ausbricht. Es wird kommen, weil der Islam fordert es. Früher oder später wird es kommen. Und dann gibt es auch hier Terroranschläge, dann gibt es auch hier Gewaltexzesse, dann gibt es auch hier Dschihad. Wird alles kommen, definitiv. Und deswegen sagen wir, wenn der Islam sich nicht endgültig von der Gewalt, vom Töten, von der Frauenunterdrückung und von der Scharia distanziert für alle Zeiten, darf in Deutschland keine einzige Moschee gebaut werden. In Frankreich haben fast 300 Prominente, darunter der ehemalige Ministerpräsident Sarkozy, eine Petition unterschrieben, wo gefordert wird, dass alle Tötungsbefehle des Korans für ungültig erklärt werden. In Frankreich Sarkozy und 300 andere Prominente. Das ist übrigens das, was wir von der Bürgerbewegung Pax Europa schon seit 10 Jahren fordern. Das muss ungültig erklärt werden. Und es kommt jetzt mittlerweile auf die große politische Bühne. Erst in Frankreich, dann in Österreich hat der Vizekanzler Strache gefordert, dass der politische Islam verboten werden soll. Wunderbar. Und es wird auch demnächst in Deutschland so sein, weil mittlerweile nicht nur die AfD, sondern auch Teile der CDU und der CSU dem politischen Islam den Kampf angesagt haben. Und jeder muss wissen, der politische Islam ist ein fester Bestandteil des Islams. Und darüber müssen wir reden und darüber werden wir so lange reden, bis das Problem gelöst ist. Wenn ihr mitmacht, liebe Moslems, bei der Entschärfung des Islams, wenn ihr auch gegen Gewalt seid und gegen Töten und gegen die Scharia und gegen die Frauenunterdrückung, seid ihr auf unserer Seite. Seid ihr nicht auf unserer Seite, seid ihr Gegner der Freiheit, der Demokratie und der Menschenrechte. Und das wird dann zeigen, wohin der Weg führt. Und wir sagen euch eins, Deutschland wird sich nicht dem Islam unterwerfen lassen, weil in Deutschland leben schlaue Bürger, leben Bürger mit Widerstandsfähigkeit. Die sind momentan vielleicht noch nicht auf der Straße. Wenn ihr zu mir sagt, dass ich die Fresse halten soll, seid ihr für Gewalt und für Töten und für Frauenfeindlichkeit, für Menschenunterdrückung und für die Scharia, das barbarische Gesetz, dann wissen wir, wo ihr steht. Ja? Feinde unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Weil sonst würdet ihr sagen, hey, richtig, wir haben Probleme im Islam. Wir haben Probleme mit Terror. Jeder muslimische Terrorist führt die Befehle des Korans aus. Und das muss aufhören. Und das werden wir so lange fordern, bis es geschafft ist. Und wenn ihr dann nicht mitmacht, seid ihr auf der falschen Seite. Ihr könnt euch gut überlegen, auf welcher Seite ihr stehen wollt. Ihr seid hier in einem nicht-islamischen Land. Und dieses Land wird auf ewig nicht-islamisch bleiben. Solange wir stehen, solange wir atmen, solange werden wir kämpfen. Und wir sind ein Volk von 80 Millionen. Und ihr müsst euch gut überlegen, mit wem ihr euch anlegt. Wenn ihr es drauf anlegt, wird am Ende nicht der Islam siegen, sondern die Freiheit und das Grundgesetz und unser demokratischer Staat. Ja, da kannst du noch so viel sagen. Ja, ja, ja. Ja. Wenn ihr das nicht akzeptiert, stehen 57 islamische Länder zur Ausreise bereit. Gute Reise!